Herr Bischof, der Katholikentag findet 2016 in Leipzig statt, einer Stadt, die jetzt, ich sag mal, etwas salopp, nicht als katholische Hochburg gilt. Was wird die Menschen dort erwarten? Zunächst einmal eine offene Stadt. Ich war ganz erstaunt, wie offen die Stadt und herzlich die Stadt, Oberbürgermeister und kulturelle Einrichtung vom Gewandhaus, Orchester, Operettenhaus und so gesagt hat, komm, wir freuen uns drauf. Zweitens eine junge, wachsende Kirche. In Leipzig sind die meisten Katholiken, die größte Gruppe unter den Katholiken, die 20- bis 30-Jährigen. Wir haben Zuzug, wir haben Erwachsenentaufen, Familientaufen, eine ganz spannende Situation. Drittens eine Bevölkerung, die den christlichen Glauben faktisch überhaupt nicht kennt. Ich werde das auch gleich nochmal sagen. Es ist nicht so, dass die Menschen sich groß gegen den christlichen Glauben entschieden haben. Die Frage nach der Möglichkeit des christlichen Glaubens und nach Gott wurde da nie gestellt. Das ist eine ganz eigene Situation. Und letztlich eine evangelische Kirche, die uns mittragen wird und die jetzt begrüßt, dass wir nach Leipzig gehen, im Jahr vor dem 500-jährigen Gedenken an den Beginn der Reformation. Das ist auch nochmal eine eigene Situation. Schließlich eine Stadt, deren Nachbarbistümer Polen und Tschechei sind. Also eine Stadt mitten in Europa. Und auch das wird eine eigene Prägung dieses Katholikentags sein, hoffe ich. Das heißt, dieser Katholikentag könnte auch vielleicht eine Art Schub für die Kirche im ganzen ostdeutschen Raum sein? Ich hoffe sehr, es wird der 100. Katholikentag sein. Das ist besonders. Ich hoffe das schon, dass es für uns ein guter Schub ist, aber vor allen Dingen ist es ein guter Schub ist für das Verhältnis der Kirche zu den Menschen dort und der Menschen zu der Kirche. Also wir werden den Dialog dort führen müssen mit den Menschen. Wir müssen uns überlegen, wie wir mit diesen Menschen, die dort sind, ins Gespräch kommen. Das geht nicht, nur dass wir zu der Messehalle einladen. Das wird so nicht gehen. Ich hoffe aber auch, dass die Kirche in den sogenannten alten Bundesländern und in Diözesen, wo das Katholische sehr stark ist, auch von unserer Situation lernen wird und von unseren Wegen. Denn eins ist mir klar, die Fragen bei aller Unterschiedlichkeit der Geschichte, Tradition, Größe, die Fragen sind eigentlich dieselben, machen wir uns da nichts vor.